Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu den Organspendetag der Universitätsklinik in Essen. Ich freue mich sehr darüber, dass die Uniklinik in Essen sich mit dieser Veranstaltung in besonderer Art und Weise an Menschen wendet, die das Glück hatten, dass ihnen durch eine Organtransplantation in der Vergangenheit geholfen worden ist, wieder ein besseres Leben zu führen, aber dass auch Patientinnen und Patienten beteiligt sind, die noch auf ein Organ warten. Veranstaltungen wie diese machen deutlich, dass die Universitätsklinik in Essen den engen Dialog auch mit ihren Patientinnen und Patienten sucht und den Austausch von Patientinnen und Patienten mit Ärzten und mit Pflegekräften führt. Es ist ja so, dass solche Tage auch dazu beitragen, noch einmal in aller Öffentlichkeit deutlich zu machen, was für ein Segen die Transplantationsmedizin für viele Menschen ist. Und man darf auch als Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen mit ein bisschen Stolz sagen, dass wir mit der Universitätsklinik Essen über ein maximalversorgendes Krankenhaus verfügen, was in vielen Bereichen der Organtransplantation über große Erfahrung und ein großes Fachwissen verfügt. Aber auf der anderen Seite, zur Organtransplantation und zu den medizinischen Chancen, die damit zusammenhängen, gehört eben auch eine andere Seite, nämlich die Organspende. Und genau an diesem Punkt haben wir natürlich in ganz Deutschland, aber auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, noch viele Aufgaben zu lösen. Wir haben schlicht und ergreifend zu wenig Organe. Wir haben sie deswegen, weil wir bei der Frage der Entnahme der Organe in Nordrhein-Westfalen auch im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht besonders erfolgreich sind. Und das kann man natürlich nur ändern, wenn die Sensibilität für diese Frage bei allen Beteiligten steigt. Bei uns Bürgerinnen und Bürgern, dass wir uns mit der Frage der Endlichkeit des Lebens beschäftigen und eben einen Organspendeausweis haben. Denn wenn mal was passiert, macht es sicherlich unseren Verwandten es viel einfacher, diese Frage zu entscheiden, als wenn man nicht weiß, wie der betreffende Mensch über diese Frage gedacht hat. Aber auch in unseren Krankenhäusern, vor allen Dingen auf unseren Intensivstationen, brauchen wir eine große Wachsamkeit bei den Pflegekräften und bei den Ärzten, mögliche Krankheitsverläufe zu identifizieren, die auf einen Sterbeprozess hinausführen, wo dann eine Organentnahme medizinisch auch angezeigt sein könnte. Die Identifizierung von möglichen Spendern in unseren Krankenhäusern ist auch aus meiner Sicht vielleicht sogar der Schlüssel, um zu mehr Organtransplantationen zu kommen. Ich wünsche diejenigen von Ihnen, die jetzt noch auf ein Organ warten, dass Sie diese Zeit, bis Sie ein Organ bekommen, gut überstehen. Und denjenigen, die durch ein neues Organ neue Lebenschancen haben, dass sie auch ein Stück weit zu Botschafterinnen und Botschafter für das spannende Thema der Transplantationsmedizin, aber auch der Organentnahme in unserer Gesellschaft werden und dass sie sich auch um diese Fragen sehr kümmern. Ich wünsche den Patiententag einen guten Verlauf und bleiben Sie gerade in dieser Zeit der Pandemie gesund. Schönen Dank.